Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Hast du Gott schon einmal gedankt für all das Gute, das er in deinem Leben getan hat? Auch wenn du momentan vielleicht voller Sorgen bist, gerade dann ist es ein Opfer für Gott, wenn du dankbar bist für das Gute in deinem Leben. Dankbarkeit öffnet uns den Zugang zu Gott, so steht es in Psalm 50, Vers 23. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Wir wollen weitermachen mit dem Thema Dankbarkeit. Bis gleich. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Ja, Dankbarkeit. Wie kann man in so einer Zeit dankbar sein, wo doch so viel schief geht? Man darf so viele Dinge nicht, vieles ist so blöd und so weiter und so fort. Ja, aber im Psalm 50, Vers 23 steht, Dankbarkeit öffnet uns den Zugang zu Gott. Wir brauchen uns nicht zwingen, dankbar zu sein, dass wir zu Gott kommen. Das möchte ich nicht damit sagen. Aber können wir nicht wirklich dankbar sein? Wir alle haben genügend zu essen. Wir alle haben einen Platz zum Schlafen. Viele von uns sind gesund, einige sind krank, aber können wir nicht dankbar sein, dass es uns so geht? Vielleicht nicht mehr auf dem riesenhohen Niveau des Wohlstandes wie vor kurzem noch, aber wir können doch dankbar sein. Wir können doch aber auch dankbar sein für die Zusagen, die Gott in seinem Wort geschrieben hat, dass er uns nie verlässt, dass er in solchen Zeiten uns ganz, ganz nahe ist. Das ist doch eine wichtige Sache. Wir können dankbar sein, dass er uns gerade in dieser Zeit hilft. Wir können dankbar sein, dass wir in seine Geborgenheit kommen dürfen. Wir haben so viele Gründe, dankbar zu sein. Nur weil ein paar Dinge weggefallen sind, sollte unsere Dankbarkeit nicht kleiner werden. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir wirklich dankbar sein dürfen. Für das, was wir immer noch haben, was immer noch möglich ist. Und Herr, dass das, was du uns zugesagt hast in deinem Wort, kein Stückchen kleiner geworden ist. Wir dürfen dankbar sein für all das, dass du hörst, dass du erhörst, dass du Wunder tust. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass wir trotzdem in einem Land leben dürfen, wo alles da ist, was wir wirklich zum Leben brauchen. Danke, Herr. Lass uns die Dankbarkeit vor Augen geführt sein, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen brauchen Gottes Hilfe. Und wir haben wieder viele Gebetsanliegen bekommen. Und einige Menschen haben uns geschrieben wegen Augenkrankheiten. Dafür wollen wir jetzt beten. Und zwar, ich bitte um Gebet für mein rechtes Auge, wo der Schlaganfall ist. Es ist wieder schlechter geworden. Und eine weitere Person schreibt, bitte betet für mein entzündetes Auge, das seit Monaten gerötet ist und wehtut. Und Jesus, du kennst diese Personen, die uns geschrieben haben, wegen ihrer Augenleiden. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du diese Augen berührst und dass du diese Augen heilst, egal was die Ursache ist und egal wie es aussieht. Und wir danken dir einfach, dass deine Macht größer ist als diese Augenbeschwerden und Augenkrankheiten, dass du jede Person, die daran leidet, jetzt berührst, dass deine Heilungskraft jetzt durch diese Personen fließt. Danke, Jesus. Danke, dass du ein helfender Gott bist und dass du es tust. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und auch heute möchte ich wieder für alle beten, für alle Gebetsanliegen, die wir hier nicht vorlesen können. Es sind unglaublich viele und auch sehr breit gefächert mit vielen, vielen verschiedenen Anliegen. Und da wir nicht alle vorlesen können, möchte ich das im Gesamten einfach tun für alle, die uns geschrieben haben. Und Jesus, ich danke dir, dass du jede Person kennst, die sich an uns gewandt hat für Gebet und dass wir das weiterleiten dürfen an dich.
Danke, Jesus, dass du der Herr bist über jede Person, dass du jeden kennst mit Namen und jedes Anliegen, jede Sorge, jede Not, jede Krankheit und jeden Umstand. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass diese Menschen wirklich erfahren, dass du ein realer Gott bist, dass diese Menschen erfahren, dass du in ihr Leben eingreifst, so wie du es schon viele Male getan hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du der Herr bist, dass wir es dir einfach bringen dürfen und dass wir dir vertrauen dürfen, dass du das Deine tust. Danke, Jesus, dass du niemand vergessen hast und dass du auch niemand verlässt. Und ich danke dir dafür, dass diese Menschen berichten dürfen, was du in ihrem Leben getan hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schreib uns einfach weiter dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Und per WhatsApp schreibt uns jemand dieses Gebetsanliegen. Guten Tag, ich habe ein Gebetsanliegen für meinen Papa. Er hat Krebs im Endstadium und sein Zustand hat sich in den letzten Monaten sehr verschlechtert. Ich wünsche mir so sehr, dass er wieder gesund wird. Auch wenn niemand daran glaubt, glaube ich trotzdem, dass es möglich ist. Ja, so schön, dass du daran glaubst. Es ist wichtig, dass wir wissen, wir dürfen glauben an Heilung bis zum letzten Atemzug. Wenn es dann nicht so wird, wie wir es uns vorstellen, das müssen wir Gott überlassen. Aber wir dürfen wirklich glauben bis zum letzten Atemzug, dass Gott da ein Wunder tut. Zeit und Stunde steht in Gottes Hand, aber wir wollen glauben. Danke, Herr. Herr, für diesen Glauben auch in diesen Vater hinein, in diesen Papa hinein. Ich danke dir. Herr, danke, Herr. Herr, bei dir ist möglich, Herr, dass dieser Krebs geheilt wird. Und ich danke dir dafür, Herr, dass dein Sieg größer ist denn alle Krankheit. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir für Gesundheit beten dürfen. Und danke, dass wir uns eins machen dürfen, Herr, mit diesem Glauben. Und Herr, danke, Herr, lass es geschehen. Danke. Amen. Amen. Und beim nächsten Gebetsanliegen geht es um einen Arbeitsplatz. Und da schreibt uns jemand: Hallo, Pastor Müller und Team. Ich bitte Sie darum zu beten, dass ich eine gute Stelle im Büro finden werde. Ich habe mit 40 Jahren eine Umschulung zur Kauffrau für Büromanagement beendet und suche nun nach einem Teilzeitjob. Ja, dafür wollen wir beten und auch für alle, die genauso einen Job brauchen, egal Teilzeit oder ganztags oder was auch immer. Herr, ich danke dir dafür. Du siehst jetzt, Herr, gerade die Person, die geschrieben hat. Danke, Herr, dass du für sie das Richtige, genau in dieser Zeit, wo das nicht einfach ist, aber dass du für sie eine Lösung hast, den idealen Job und auch all die anderen, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass du Wunder tust, Herr, auch in der Jobsuche, Herr, dass wirklich das Ideale und das Gute gefunden wird, keine Notlösungen. Und danke, Herr, dass wir hören dürfen von dem, was du Großes getan hast. Danke. Amen. Amen. Und auch heute möchte ich wieder berichten von Menschen, die Gottes Hilfe erfahren haben. Und aus Frankreich kommt dieses wunderbare Zeugnis. Ich bat euch um Gebetsunterstützung für Heilungen und Befreiungen in unserer Familie und Freunden. Gott erhört mächtig eure Gebete. Der Gesamtzustand unserer Enkelin hat sich sehr verbessert. Sie geht wieder zur Schule. In der Ehe unserer Tochter gibt es weniger Anspannung und es geht friedlicher zu. Die Herz-OP meines Mannes ist sehr gut verlaufen. Er hat fast mehr Kräfte als vor seiner OP. Die Kniescheibe meiner Freundin ist wieder zusammengewachsen. Eine weitere Bekannte ist aus dem Burnout herausgetreten und hat neue Pläne für ihr Leben. Weiter möchte ich von einer Heilung einer Knochenwucherung am Fuß berichten. Eine Nieren-OP ist gut verlaufen und der Befund ist gutartig. Ihr hattet für einen Hallux an meinen Füßen gebetet. Er ist verschwunden. Ebenso sind mein Blutdruck und Cholesterin gesunken. Gott sei alle Ehre und euch herzlichen Dank für eure Gebete. Das ist doch ein mächtiger, bunter Strauß, wo Gott eingegriffen hat in so viele Menschen, bei so vielen Menschen.
Und das nächste Zeugnis dreht sich um eine bestandene Prüfung. Danke für alle Gebete. Unsere Tochter hat alle Prüfungen bestanden und ist jetzt Physiotherapeutin. Mit einem Jahr Verlängerung ist mit Gottes großer Hilfe alles zu einem guten Ende gekommen. Wir sind sehr dankbar. Und eine Frau schreibt uns: Danke für eure Gebete. Es geht mir wieder viel besser. Ich bin sehr dankbar. Ich kann meinen Haushalt wieder verrichten und besser laufen. Danke Gott, er erhört Gebet. Und das ist wahr. Und ein Mann schreibt uns noch Folgendes: Seit dem Jahr 2013 litt ich unter starker Verspannung der Halswirbelsäule mit immer stärker werdenden Kopfschmerzen. Ich bat euch um Gebetsunterstützung für Heilung. Im Februar 2019 gingen die Verspannungen teilweise weg. Nun sind diese und auch die Kopfschmerzen ganz verschwunden. Danke. Wie schön. Wie schön ist doch das, dass wir einen Gott haben für unseren Alltag. Ob es Verspannungen sind, ob es Krebskrankheit ist, ob Arbeitssuche ist oder was auch immer. Wir dürfen zu unserem Gott kommen und er hört uns und auch er hört uns. Und wenn du eine Erhörung hast, lass sie uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Heute Tipp des Tages. Schreibe dir mal auf oder rufst dir ins Gedächtnis 3 Dinge, für die du extrem dankbar bist. Und ich glaube, die fallen dir ganz leicht ein. Bei all dem, wo du sagst, warum, 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 ich sag dir, nimm mal die 3 Dinge, die dir einfallen, wo du richtig dankbar bist. Falte deine Hände, schließ deine Augen, nicht wegen einer Zeremonie, sondern dass du wirklich konzentriert mit Gott reden kannst und sag einfach: Danke, Vater, danke für das, für meine Gesundheit, danke, dass ich zu essen habe. Sag einfach danke. Es ist nicht nur, dass es dem Vater gut tut, sondern es tut dir selbst gut. Ja, du kannst uns weiter dein Anliegen schicken. Wir beten gerne für dich und wir beten auch für alle Anliegen, die wir nicht vorlesen können. Die Infos sind eingeblendet und am Telefon heute bis 13 Uhr. Nächsten Sonntag ist 1. Advent. Wir laden dich recht herzlich ein, mit uns diesen Gottesdienst zu feiern, den wir auch Livestream und YouTube haben. Und wir gerne dich dabei haben möchten, nächsten Sonntag 10 Uhr, 1. Advent. Und noch eine Ansage, unser neues Dezember-Magazin ist da. Schau es dir an. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Wir wünschen dir Gottes Segen und einen wunderbaren Tag. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.